Die fünfte Übung des Bodhisattva, die Übung zur Vollkommenheit, nennen wir Dhyana Paramita. Das Wort Dhyana ist eine Abstammung des Wortes Jhana. Unter Jhanas verstand man ursprünglich die tiefen Versenkungszustände in der Meditation. Unter tiefen Versenkungszustände hat Buddha das beschrieben, wo wir uns von der sinnlichen Wahrnehmung, insbesondere erstmal auch von der sinnlichen Wahrnehmung der Außenwelt, zurückziehen, die Konzentration gegen innen richten und mit einspitziger Konzentration uns versenken wollen, in etwas hineinbegeben wollen. Uns gibt vier formhafte Jhanas und vier jenseits der Form, Arupa Jhanas. So ein formhaftes Jhana, das erste formhafte Jhana, geht dahin, dass wir uns wirklich auf ein Wahrnehmungsobjekt konzentrieren, den Geist eins richten. Allein schon, wenn ich das so beschreibe und auch mit meinen Händen vollziehe, so erkennen wir Ekagata, die Einsgerichtetheit des Geistes, ist so wie eine Zuspitzung auf etwas hin. Und das ist immer wieder das, was wir auch als Konzentration beschreiben. Buddha hat die 6 Jahre vor seiner Erleuchtung diese Jhanas geübt, zur Vollkommenheit gebracht. Er hat bei verschiedensten Lehrern gelernt und hat dank seinen Fähigkeiten das sehr schnell auch gelernt. Und er kam zum Schluss, oder seine Schlussfolgerung daraus war, das Erleben der Jhanas, das Erleben dieser tiefen Versenkungszustände ist nicht gleichbedeutend mit wirklichem Frieden, mit dem Ende des Leidens. Es ändert an dem, was er damals als junger Mann gesehen hat, nämlich, dass wir geboren werden, dass wir alt werden, dass wir krank werden, dass wir sterben, dass wir unter all dem leiden, ändert das grundsätzlich nichts. Es ändert zwar temporär für die Zeitdauer des Versunkenseins, des Einsgerichtetseins, aber es ändert nichts in unserem gesamten Leben. Wir können gar nicht immer einsgerichtet sein. Wir können gar nicht immer in so einem Jhana verweilen. Und das war für ihn eigentlich eine ganz betrübliche Erfahrung. Und diese Erfahrung wird in den Schriften immer wiederholt. Also wir kommen immer wieder an die Stellen ran, wo jemand glaubte, die Befreiung, die Erleuchtung erlebt zu haben, weil er so in einen Versenkungszustand gefallen, geraten ist, wie auch immer. Und er muss da wieder daraus heraus. Er kommt wieder hervor. Wie du vorhin gesagt hast, da ist dann noch das tägliche Leben. Und Buddha war nicht zufrieden. Buddha war nicht abzubringen von der Idee, es muss und ich suche ein wirkliches Erleben, ein wirkliches Ende des Leidens. Ich suche die Erlösung. Und er hat eigentlich an dem Tag auch, vielleicht an die Tage vorher, diese Jhana-Meditation zugunsten einer viel weiteren, breiteren Meditation aufgegeben. Das hat sich auch in Äußerlichkeiten gezeigt, wie zum Beispiel darin, dass er wieder normal im Sinn von gewöhnlich angefangen hat zu essen. Er hat 6 Jahre härteste Askese betrieben und wir sehen das immer in diesen Statuen, wo er abgebildet ist als totales Skelett. Er hat wieder ein normales Sitzkissen benutzt. Es war zu seiner Zeit ein Bündel aus einem Gras. Er hat sein Leben, wenn wir so wollen, wieder normalisiert. Und er hat gesagt, das
Dieser Weg der Askese kann nicht oder bringt mich nicht zu diesem wirklichen Erleben der Freiheit, der Leidlosigkeit. Und was er dann praktiziert hat, das wird von den verschiedenen Schulen verschieden interpretiert, weil jede Schule interpretiert es natürlich zu ihren Gunsten. Die einen sagen, er hat Satipatthana Vipassana praktiziert. Die anderen sagen, er hat Sazen praktiziert. Die anderen sagen, er hat Mahamudra oder Dzogchen praktiziert. Was zumindest doch ähnlich ist, um nicht zu sagen vielleicht sogar gleich, aber was mindestens ähnlich ist, ist, dass der Geist sich wieder verbreitert, öffnet und in dem Sinn gewöhnliche Wahrnehmung wieder zulässt. Das Wort Jhana wurde später gebraucht als Dhyana, als eine Vorstufe von Samadhi, als eine Vorstufe von einem langfristigen Verweilen in diesen Zuständen. Und es hat aber immer noch diesen, wir könnten fast sagen, vorbuddhistischen Geschmack gehabt. Sagen wir auch den althinduistischen Geschmack gehabt. Nämlich durch die Kontrolle der der Sinnesorgane, durch die Zügelung allein der Sinnesorgane, das Leiden zu beenden. Das könnten wir als Askese beschreiben. Das kann dadurch geschehen, dass wir die Sinnesorgane unterdrücken, Wege suchen, über die Sinneswahrnehmung, die Sinnestätigkeit hinwegzukommen. Und Buddha hat es als einen Weg der Extreme bezeichnet. Und den Weg der gewöhnlichen Menschen hat er genauso als einen Weg der Extreme bezeichnet. Nämlich jeder Regung einfach nachgeben ist extrem aus der Sicht des Buddha. Askese, Unterdrückung der Sinne, ist ein Pol. Jeglichem Nachrennen der Sinne ist der andere Pol. Und die Alternative, die Buddha in dieser Zeit entwickelt hat, war ein Kultivieren und in Verbindung treten mit einem Geist des Gleichmuts, mit einem Geist, der viel eher diese Qualität von Transparenz hat, von Durchlässigkeit, der nicht einschließt und nicht ausschließt. Ein Geist auch der stillen Mitte, einer stillen Zentriertheit. Was dieser Geist ist, was dieser Zustand wirklich bedeutet, dafür hat er die nächsten, ich glaube, waren 45 Jahre gelehrt. Er konnte es nicht einfach so sagen. Er konnte nicht einfach hingehen, einen Vortrag halten, und zwar allen klar. Er hat 45 Jahre gelehrt. Er hat auch 45 Jahre gesprochen, hat 45 Jahre Vorträge gehalten. Wir könnten uns fragen, was ist der Unterschied von einem Menschen, der in einem dieser beiden Pole fixiert ist und die Mitte dieses Weges nicht kennt, zu einem Buddha, zu einem Erwachten, der aus dieser Mitte heraus lehrt. Wir können von der Seite der buddhistischen Psychologie her, wir können von der Seite der Meditation herkommen, wir können, um da ein bisschen mehr Verständnis zu bekommen, auch von der modernen Wissenschaft herkommen, von der Wissenschaft der Hirnforschung, von dem, was wir heute darüber wissen, wie das Hirn funktioniert. Wenn wir sagen, wie das Hirn funktioniert, müssen wir sagen, wie der ganze Geistkörper funktioniert, denn wir sind nicht beschränkt auf Lernen im und durch das Hirn. Das Hirn ist gewaltig, fähig zu kombinieren, aber wir lernen auf eine viel komplexere Weise. Und wenn wir sagen, es ist noch lange nicht das Gleiche, über den Dharma zu reden oder den Dharma zu üben oder den Dharma zu leben,
dann stimmt das für die beiden Wesen, die aus diesen Extremen herausleben. Es kann nicht stimmen für einen Buddha. Denn was hat ein Buddha erreicht? Was ist ein Buddha? Worin ist er erwacht? Das ist die Frage. Er ist erwacht in das Wesen der Nichtsweiheit, in das Wesen hinein der Nichtdualität. Wenn er erwacht ist und aus diesem Nichtswei herauslebt, so ist sein Denken, sein Handeln, sein Sprechen, sein Fühlen demgemäß. Er ist nicht, indem sie polarisiert. Er ist nicht gefangen in diesen beiden Extremen. Und ein ganz praktisches Beispiel habe ich erlebt damals in Japan. Wir haben jeden Morgen im Kloster vor dem Frühstück eine Kalligraphie gemalt. Und wir hatten eine Vorlage von einem chinesischen Charakter, also einem chinesischen Schriftzeichen, und wir mussten auf eine Zeitung und das nachmalen. Jeden Morgen, 3-4 Tage lang, das gleiche Schriftzeichen. Und einmal im Monat kam der Roshi und alle Zeichen, alle Charakters wurden an die Wand gehängt. Und der Roshi kam vorbei, guckte sie an und sagte etwas über die Persönlichkeit jedes Einzelnen. Was in der Person vorgeht, wo mit sich der Beschäftigung und seine Grenzen sind. Und das war immer die große Prüfung. Und ich habe mir damals gedacht, ja, wie kann der das sehen, oder? Woher weiß er das? Und habe natürlich auch gezweifelt, ob das alles wahr ist, was er jetzt da sagt. Nur als er dann natürlich zu mir kam, er wusste ja nicht, wem es gehört. Das wussten nur wir. Aber als er dann etwas sagte über den, der das gemacht hat, da wusste ich, der hat mich durchschaut. Und der hat mich auf eine Tiefe durchschaut, die mir sehr unangenehm war. Es war sehr intim, was er gesagt hat. Und es hat mich sehr getroffen. Nur, es war... Und das war es nicht. Ich habe noch andere Schwächen. Er hat gesagt... Er hat gesagt, zum Beispiel dieser Mann kennt den Weg, aber er kann ihn nicht praktizieren. Er hat kein Hara, ihn zu leben. Er kennt den Weg nach Zürich, aber nicht die Kraft, dahin zu gehen. Ne? Also solche Dinge hat er gesagt, sehr deutlich. Und ich wusste einfach, da muss etwas sein. Entweder ist er hellsichtig oder was auch immer. Nur heute sehe ich das ganz anders. Jeder und jede von uns können das. Jeder von uns kann den anderen sehen. Wir wollen es nur nicht. Wir schauen lieber weg. Wir sehen uns viel lieber unsere Vorstellungen an über die Person als die Person selbst. Was ich seit da immer deutlicher gelernt habe, ist, dass wir niemals uns wirklich verstecken können. Bei allem, was wir tun, kommt unser gesamtes Wesen zum Vorschein. Wir können gar nicht anders, als aus unserem Wesen heraus Dinge tun. Und das ist für mich auch die Geschichte mit muss und ist Reden etwas anderes als Handeln. Meine Antwort darauf ist Jein. Es ist etwas anderes für die Person, die zu der Zeit gespalten ist zwischen dem, was sie denkt und dem, was sie ist, dem, wie sie sich sieht und dem, wie sie tatsächlich ist. Und der ganze Weg des Zen geht dahin, eins zu sein mit dem, was ich bin, mit dem, was ich eh schon immer war. Eins zu sein, doch nicht in eine dieser Extreme mich aufspalten zu müssen. Eins zu sein im Hören,
in der Hören eines Klangs, im Sehen, im Fühlen, so dass, wenn ich sage fühlen, ich nicht da oben irgendwo das Wort hin tue, sondern dass dieses Wort erlebt wird in dem Moment, wo ich es brauche. Und das ist möglich, das ist absolut möglich. Was dann passiert, wenn diese Einheit, auch wenn sie nur für einen Moment da ist, wenn diese Einheit da ist oder dieses Nicht-Trennen, Nicht-Aufspalten da ist, dann wird etwas transportiert nur über das Fahrzeug, nur über das Medium von Worten. Worte sind ja eigentlich nur ein ganz komisches Gekratze hier im Halsraum. Ja, wir bringen unter bestimmten Luftstößen irgendwelche Laute hervor, die für andere Personen irgendwas bedeuten, die wir durch Erfahrung und Lernprozesse zu irgendeinem sinnvollen Ganzen zusammenfügen können. Das sind ja eigentlich nur Geräusche, die ich da hervorbringe. Aber das ist nur das Medium, das ist nur das Fahrzeug. Wir alle transportieren viel mehr als nur Worte. Nur was wir transportieren, das ist interessant. Ich kann zum Beispiel schöne Worte gebrauchen und auf dem Medium schöner Worte Aggression vermitteln. Das geht bestens, kennen wir alle. Wir spüren es. Wir spüren es bei uns und wir spüren es, wenn es entgegenkommt. Wir können harmonische Worte gebrauchen und transportieren Neid, Eifersucht, Übelwollen. Wir kennen auch das Gegenteil, vielleicht nicht so häufig, aber unter Freunden. Ja, wir können alten Freunden wieder treffen, schlagen uns auf den Rücken, machen vielleicht Frauen nicht so, aber bei Männern ist das manchmal Mode. Und sagen, ja, der alter Kerl oder irgendwas, ja. Das Wort selbst hat eigentlich eine grobe Bedeutung, aber wir transportieren eine Sympathie. Ja, wir können uns natürlich fragen, muss das alles so sein? Tatsache, es ist so. Ob es sein muss oder nicht, wir transportieren unsere gesamte Erfahrung immer mit. Auch das ist ein Aspekt von Intersein. Und inwiefern Menschen authentisch sind, das heißt auch eins zwischen dem, was sie sagen und dem, was sie fühlen und dem, was sie tun und so weiter, das ist schwer zu beurteilen, weil das, was wir wahrnehmen, sich auch immer wieder vermischt mit dem, wie wir selber sind in dem Moment. Nur wie auch immer, es ist für mich entscheidend, dass was ich auch immer tue, ob ich gehe, esse, die Toilette putze, eine Hausarbeit mache oder die Art und Weise, wie ich hier im Meditationssitz offenbart mein Wesen. Und ich kann nicht mein Wesen verstecken. Ich kann höchstens vor dem Blick, vor den Ohren, vor den Wahrnehmungsfeldern meiner Mitmenschen davonrennen. Das kann ich ja. Ich kann mich verstecken irgendwie. Aber dann ist immer noch die Umwelt als solches. Und die Umwelt in irgendeiner Form hat Wahrnehmung. In irgendeiner Form. Das sind kleine Tiere. Kleine Tiere haben Wahrnehmung. Die haben nicht die gleiche Wahrnehmung wie wir. Genau. Die haben Wahrnehmung. Was sie daraus machen, das ist wieder was anderes. Vielleicht eine Mücke realisiert halt nicht, dass ich aggressiv bin und sie nächstens erschlage. Und sie saugt auf der Haut und ihr Verlangen nach dem Blut ist viel größer, als noch zu spüren, dass da etwas kommt. Aber trotzdem hat sie Wahrnehmung. Sie nimmt auch wahr. Und wir nehmen wahr. Und wir haben dieses Sensorium, diesen Geist-Körper-Organismus. In der darauffolgenden Zeit, und speziell als dann der Buddhismus nach China kam, wurde das Wort Dhyana benutzt im Sinne von der gesamten Form von Meditation.
also nicht mehr im ursprünglichen Sinn von Dhyana, Jhanas, Versenkung, sondern Meditation in einem breiten Gewahrsein von dem, was ist. Und daraus kam dann das Wort Chan. Jhana, Chan. Chan, jetzt tönt es ein bisschen anders, Zen. Und Chan, Son. Und Chan, Tien. Das ist vietnamesisch. Und all dem verstand man die ganze Bandbreite von der Entwicklung eines meditativen Bewusstseins. Immer mit der, wenn überhaupt Absicht, wenn wir von Absicht sprechen können, eben mit der Absicht, einen Weg zu gehen, der uns öffnet für die Wirklichkeit. Für die Wirklichkeit eines ungeteilten Lebens. Eines Lebens, das sich nicht mehr polarisieren muss. Es ist ja eh schon polarisiert genug. Wir müssen dazu nichts beitragen. Wir müssen nicht Partei ergreifen für die Seite oder für die Seite, für die Askese oder für die sich versenken. Das ist auch eine Versenkungsstufe, versenken in Sinnlichkeit. Das ist der mittlere Weg, den Buddha gelehrt hat, den Madhyamika, den Weg in und aus der Mitte heraus. Und der sechste Patriarch hat dann mit diesem Begriff eigentlich nochmals einen weiteren Schritt gemacht, noch breiter, und sagte, jeden Moment, in dem wir gewahr sind, in dem wir achtsam sind, in jedem Moment, wo wir tief in die Natur des Geistes, in die Natur der Phänomene schauen können, ist Dhyana, ist Meditation. Ist nicht mehr eine Frage der Zeit, der Dauer, der Größe, sondern der Fähigkeit, das Nicht-Selbst, die Nicht-Zweiheit zu sehen. Das ist Dhyana. Und das dabei bleiben können, das nicht für eine Sekunde mal einen Moment zu erahnen oder begreifen, dass diese Dualität von Ich und Du eine von Konzepten aufgebaute, konstruierte Geschichte ist, sondern dass dabei bleiben können, ist Samadhi. Er hat Samadhi gebraucht, das Wort Samadhi gebraucht, für die Kontinuität dieser Sichtweise, das fortwährende aus der Einheit herausleben können, bezeichnet er als Samadhi. Die alten Begriffe eigentlich waren von da weg überholt. Er hat sie geöffnet, aufgemacht. Wenn diese Kontinuität des Sehens, des Begreifens von nichts, weil, ich kann mal so sagen, anhält, oder? Wenn sie von Moment zu Moment immer wieder da ist, sichtbar ist, erlebbar ist, sagen wir, es entwickelt sich das, was wir als Prajna, als Verstehen bezeichnen, ein wirkliches Drin ruhen können, ein nicht mehr ein bisschen das Erleben und herausfallen, ein bisschen das Erleben und darüber nachdenken müssen, es am einen Tag ein bisschen haben und am anderen Tag wieder nicht. Prajna ist die Qualität des Geistes, die auch durch Engpässe, auch emotionale Veränderungen weiß, versteht. Es sind die Erscheinungen, dieser Wellen, die wir in der Meditation als Bild gebraucht haben. Die Wellen sind das eine Mal für uns, das andere Mal gegen uns, aber wir sind nicht die Wellen. Es gibt ein Gedicht, das in die Richtung, also ein Gedicht über die Erleuchtung, das in die Richtung geht, der Bodhisattva ist erhaben über Lob und Tadel. Ja, warum ist er erhaben über Lob und Tadel? Weil er sich selbst nicht mehr als Angriffsfläche, als Selbst, als
etwas, das es irgendwie zu bewahren und zu verteidigen gibt, sieht. Die Welle, die gegen ihn ist, tadelt er, kann ihm nichts anhaben, weil er nicht da ist. Warum ist er nicht da? Weil er sieht, dass er nicht da ist. Nun fragt sich vielleicht jemand, ja, aber wir alle sehen ihn doch. Du bist da, ich bin da, wir alle sind da. Wir sehen Konzepte. Wir leben konstant aus den begrifflichen Konzepten heraus. Ich. Wenn ich sage, ich bin nicht da und du bist nicht da, dann müssen wir fragen, ja, was heißt das? Wir müssen es untersuchen. Buddha hat das schon gemacht. Buddha hat das ja klar und deutlich gemacht. Er hat seine Mönche gefragt, seine Nonnen. Ja, was an mir ist der Buddha? Sind es die Haare, die Haut, Zähne, körperliche Erscheinung, die Sprache? Und jedes Mal haben sie gesagt, nein, oh Herr, das bist du nicht, ja? Dann hat er gefragt, ja, dann sag mir, was ist denn der Buddha? Ja, naja, wir wissen es auch nicht. Denn keines dieser einzelnen Dinge ist der Buddha. Ja, dann kommen wir zu dem schlauen Schluss. Ja, aber das Gesamtwerk bin ich, ja? Ich bin das alles. Aber dieses alles ist ja zusammengesetzt fortwährend, nicht vorgestern, vor 5 Jahren, sondern tagtäglich. Heute haben wir zu Nacht guten Apfelkuchen gegessen. Wir sind Apfelkuchen. Wir sind nicht Bernhard und Werner und Pino, wir sind Apfelkuchen, wir sind Schwarztee, wir sind Luft, wir sind Wasser, wir sind Elemente, wir sind all das. Wenn wir überhaupt etwas sind, dann sind wir all das. Und beim nächsten Gang zur Toilette geht so viel Wertvolles von uns. Wach ab. Und Buddha hat gesagt, ja, wenn das alles, ja, nicht so fix ist, nicht so verifizierbar, nicht so haltbar, wer bin ich dann? Sie haben damals diesen Begriff nicht gebraucht, aber heute könnten wir vielleicht sagen, so etwas, wenn du überhaupt bist, dann bist du Inter-Sein. Im japanischen Zen würden wir vielleicht sagen, Mu, nichts. Oder wir würden sagen, Shunyata, leer, leer. Überall ist das Wort leer, mit zwei E. Leer. Ja, was ist leer? Nicht leer, voll. Voll. Wir sind voll, wenn überhaupt, vom ganzen Universum. Ist nicht leer. Wir sind nur leer von dem, was wir glauben zu sein. Wir sind leer von einem Selbst. Leer. Wir haben kein irgendwo diesen kleinen Kern. Der gehört uns dann. Der Buddha hat den Kern gesucht. Er hat ihn überall gesucht. Er hat ihn mit Kraft seiner ungeheuren Konzentration im ganzen Universum gesucht. Und das wird ihm heute noch vorgeworfen. Nämlich er hat Folgendes gesagt. Ich habe im ganzen Universum gesucht und ich habe es nicht gefunden. Das wird ihm heute vorgeworfen. Sagen, ja, also selbst der Buddha hat gesagt, er habe es nichts gefunden. Ja, Klammer, so ein Trottel, ja, der hat nichts kapiert. Der hat ja selber zugegeben, dass er nichts gefunden hat. Und dem folgt ihr? Das ist die Interpretation, die ich oft höre. Ach sicher, hat Buddha das gesagt. Buddha hat gesagt, ich habe 36 Welten, Bereiche im Universum abgeklappert, mich rumgeschaut, in Himmel und Höllen. Ich habe weder diesen einen Brahman, Gott, gefunden, noch habe ich mein Selbst gefunden, als, jetzt muss man natürlich einen wichtigen Nachsatz sagen, Klammer, als etwas, das abgeschlossen aus sich existiert. Es ist alles voneinander abhängig. Es ist alles voneinander bedingt. Und das war eigentlich seine große
Lehre, seine große Offenbarung, die Lehre von Pratitya-Samuppada, die Lehre von der abhängigen Entstehung. Ich bin, weil du bist. Bist du nicht, kann ich nicht sein. Und wir machen ganz viel im Leben, um uns zu beweisen, dass das nicht stimmt. Wir unternehmen recht viel im Leben, um uns, ja, wir können sagen, in einer gewissen Weise unabhängig zu machen. Ich brauche dich nicht. Aber sicher, auch das sind Extreme. Ich brauche dich, ich kann ohne dich nicht mehr leben. Huhu, Schreck, oder? Kennen wir. Das ist Abhängigkeit. Das ist anhaft. Und das Gegenstück? Ich brauche dich nicht. Ich brauche niemanden. Ich kann bestens allein. Komme gut zurecht. Danke. Das sind Extreme. Pratitya Samuppada, dieser mittlere Weg der abhängigen Entstehung, sagt, es ist nicht gut, im Sinn von, es ist leidvoll, von irgendetwas so abhängig zu sein, aus Anhaften, aus haben wollen, aus nicht freilassen können. Das ist ein Extrem. Und zu glauben, ich brauche nichts und niemand, das ist ein anderes Extrem. Wenn Buddha da sagt, ich bin mir selbst eine Insel, hat er damit nie sagen wollen, ich brauche euch nicht. Ich bin auf euch nicht angewiesen. I take refuge into the island of myself, sagen wir in Plum Village. Ich nehme Zuflucht zur Insel in mir selbst. Wenn wir das missverstehen, dann sind wir auf dem Unabhängigkeitstrip. Dann sind wir in einem Extrem. Der mittlere Weg ist, alles ist voneinander, abhängig voneinander bedingt. Und das ist nicht eine Philosophie, das ist nicht irgendwie, weil ich das jetzt mir so zusammendenke. Ich würde hier heute ganz konkret sicherlich keinen Vortrag halten, wenn ihr nicht da wärt. Ich würde sicherlich nicht allein da oben sitzen und vor einem imaginierten Publikum hören was sagen. Also mein Reden im Moment ist abhängig von der Tatsache, dass jemand da ist und anscheinend, so sieht es wenigstens aus, etwas hören möchte. Und euer Hören ist abhängig von dem, dass hier jemand was sagt. Wir sind also im Moment ganz klar gegenseitig bedingt. Wäre da nicht ein Koch gewesen, wäre da kein Essen. Wäre da nicht vor 250 Jahren irgendjemand oder ein paar jemands gewesen, dann wäre hier heute kein Haus. Wir leben immer konstant aus dieser Abhängigkeit heraus. Was nicht bedeutet, dass wir deshalb auch nur irgendwo etwas festhalten brauchen. Abhängig zu sein, aus diesem Verstehen, aus dieser Weisheit heraus, bedeutet nicht, anhaften zu müssen, kontrollieren zu müssen, schauen, dass sich nichts ändert. So im Gegenteil, es befreit, es macht frei, genau von dem, worunter wir leiden, nämlich frei von dieser Egozentrik. Ich, ich, ich. Es ist ungeheuerlich befreiend, wenn ich sagen kann, ich, du, du, ich, ich, du. Wir brauchen uns, wir sind bedingt, so wie dieses Märchen heute, diese Geschichte. Die Kuh braucht das Gras. Das Gras braucht das Wasser. Warum sind in dieser Geschichte, die wir gehört haben, die Exkremente und die toten Leiber, weshalb sind das die Speisen der Götter? Warum sind das die Speisen der Götter? Ja, Thay sagt sehr schön, keine Rose ohne Kompost. Kein Werden aus nichts, aus irgend gar nichts. All diese Entfaltung, dieses Werden und Werden und Werden entsteht aus Kompost. Berge sind Kompost. Die Erde ist ein Komposthaufen. Die Sterne, die Planeten, alles ist Kompost.
Kompost für Neues, Neues. Verwandlung. Das ist abhängige Entstehung. Und natürlich genügt es in keiner Weise, wenn wir das fünfmal jetzt gedacht haben, ne? Zehnmal gelesen haben und vier Vorträge darüber gehört haben. Das ist klar. Nur wann beginnt die Praxis? Morgen? Übermorgen? Die Praxis ist jetzt. Was du jetzt tust, ist deine Praxis. Wie du zuhörst im Moment, ist deine Praxis. Ich kann nur so zuhören, wie ich bin. Im Moment. Nur wir haben eine Fähigkeit, eine Möglichkeit, den Scheinwerfer unseres Gewahrseins zu lenken. Wir haben die Fähigkeit, oder wir entwickeln mehr und mehr die Fähigkeit, den Scheinwerfer unseres Gewahrseins zu lenken. Ich kann ihn zum Beispiel lenken, kennt ihr alle vielleicht auch, da redet jemand da vorne und du denkst immer, was hat denn der für Kleider an, ja? Und was ist denn da mit seiner Nase? Ja, wir können ihm gar nicht zuhören, denn wir sind beschäftigt mit seiner Nase. Eine Möglichkeit. Eine andere haben wir heute erlebt. Da ist ein Vers nicht ganz zu Ende gekommen. Ja, was passiert dann? Ich kann nur noch diesen Vers nachdenken. Das kennen wir alle wissen. Ich kann nur noch meinem Freund nachdenken, mit dem ich Streit habe. Ich kann nur noch meiner Geliebten nachdenken, die nicht da ist. Oder? Was meinst du? Oder? Was ist die Alternative, die Buddha uns gelehrt hat? Ein Werkzeug, so simpel es ist, ich kann zurück zu meinem Atem. Da kommt schon ein Gespür von ungeteilt Dasein, Atmen, Fühlen, Hören. Der Inhalt der Worte ist sekundär. Die Tatsache, dass ich hier bin, du hier bist, ist weit mehr. Also hören, schauen. Diesem schönen kleinen Zen-Gedicht, das die meisten von uns kennen, ist vor der Erleuchtung Wasser tragen, Holz zubereiten und so weiter. Nach der Erleuchtung Staubsaugen, Wasser tragen, Holz zubereiten. Was ist der Unterschied? Wozu Erleuchtung? Da ist ein himmelweiter Unterschied. Vor der Erleuchtung Wasser tragen, an die Zukunft denken, der Vergangenheit nachrühren, Sorgen rumtragen, Probleme wälzen, rumdenken, rummeckern, unzufrieden sein, ja? Festhalten, nachspringen. Nach der Erleuchtung Wasser tragen. Wasser tragen. Nur Wasser tragen. Es klingt natürlich unheimlich einfach. Das sind die Parameter. Klar. Nur die Praxis ist jetzt. Die Praxis ist nicht morgen dann beim Wasser tragen. Wozu wir für morgen warten? Jetzt. Und ich finde es eine ungeheure Chance, diese Möglichkeit zu haben. Ich kann jetzt praktizieren. Nicht, wenn ich dann in Indien bin, nächstes Jahr, dann geht's besser. Jetzt. Wir können jetzt praktizieren. Das ist toll. Ich hoffe, ich habe eine Antwort gegeben auf, wie Dialoge entstehen. Ich habe keine Antwort gegeben auf die Frage nach den Lebensregeln. Doch sehr wenig Antwort. Die Lebensregeln unterstützen die Praxis zu dieser Einheit. Gestern hat jemand gesagt, wir brauchen gerade so viel Ruhe, dass wir praktizieren können. Es hat viel mit den Lebensregeln zu tun. Wir brauchen
gerade so viel Harmonie, geistige und ein bisschen körperliche Ruhe, dass wir praktizieren können. Die Lebensregeln geben uns eigentlich diese Ruhe. Ich meine, das kennen wir alle bestens. Wir bauen einen Mist, wir machen wirklich, was das nicht gut ist. Und wer kennt das schon nicht? Und die augenblickliche karmische Reaktion ist, es beschäftigt uns. Die einen haben gute Mechanismen, das wegzudrücken, andere weniger. Ob wir sie jetzt ein bisschen runterdrücken können oder nicht, Tatsache ist, auch aus den tiefen Schichten rauf, es beschäftigt uns und es kann uns sehr lange beschäftigen. Und das ist Karma. Das ist nicht irgendwo von da oben, weil du was Böses gemacht hast. Es ist das Gesetz des Geistes. Wir haben blöderweise, wenn ich das mal so sagen darf, diese Regulativelemente im Geist, die sind leider schon angelegt. Wir können nicht skrupellos sein. Natürlich können wir es sein. Wir haben das Element Skrupellosigkeit, aber wir haben auch das Element Skrupel oder Scham, das als regulativ sofort hervorkommt und es beschäftigt uns. Es hat mich sehr beeindruckt. Ich habe ein Interview gesehen mit einem Menschen, einem Mann, der über viele Jahre andere Menschen gefoltert hat. Hat darüber geredet, wie das ist. Das ist nicht sehr lustig. Das Leiden, das da ist und diese Mechanismen, die er praktizieren und aufbauen musste, um damit irgendwie zu überleben, die sind nicht sehr angenehm. Warum er es dort getan hat und so weiter, das hat er beschrieben, aber Tatsache ist einfach, wir können diese Elemente nicht aus unserem Geist rausschmeißen. So gesagt, sehr vereinfacht gesagt, heißt einfach auch die Ausrichtung nach den Lebensregeln eine gute Plattform, um praktizieren zu können. Das ist eine Variante. Gleichzeitig können wir natürlich auch sagen, dass nach den Lebensregeln leben ist ja auch schon wieder Praxis. Also ist nicht nur einfach Plattform für die Praxis. Das eine Variation. Andererseits ist es gerade auch Praxis. Also wenn ich dir nichts wegnehme, weil ich es lieber selber hätte, ob ich das einsehe oder nicht, aus der Weisheit heraus tue oder nicht, aber konkret praktiziere ich ein bisschen Verständnis von Hintersein. Ich kann ein bisschen nachvollziehen, dass es nicht angenehm ist, wenn einem etwas gestohlen wird. Das ist praktisches Intersein, das ist praktisches Prajnaparamita. Das ist Weisheit. Ob ich jetzt sehr viel Verständnis daraus das tue, oder ob ich es halt mache, mehr aus gesellschaftlichen Gründen, praktisch bleibt sich da eine Tatsache, ich vermeide Probleme, ich vermeide Leiden. Und so gesehen ist die Ausrichtung dahin ist sicherlich sinnvoll. Wie das im Einzelnen immer ausschaut, das habe ich ja gestern schon angetönt, das müssen wir von Moment zu Moment auch immer wieder anschauen. Der Papst hat ja in seiner jetzigen Enzyklika, seinem neuen Moralethisch, in seiner Ausgabe einiges gesagt über Sterbehilfe, Selbstmord, Selbsttötung, Abtreibung. Aus buddhistischer Perspektive ist das nicht so einfach. Nicht so einfach. Wir können aus dieser Perspektive heraus nicht eine Handlung so klar dogmatisieren und sagen, das ist gut und das ist schlecht. Zum Beispiel Sterbehilfe oder Selbsttötung. Es ist einfach ein enormer Unterschied, ob ich eine emotionale Krise habe, die Freundin ist mir davon gelaufen,
Ich werde mit meiner Wut letztlich nicht fertig. Und aus Rache ihr gegenüber und der Welt stürze ich mich von der Brücke. Ich sage nicht, dass das schlecht ist. Ich sage, es ist einfach ein Motiv, ein Hintergrund. Und da haben wir eine andere Person mit einer unheilbaren Krankheit, leidet seit 5 oder weiß nicht wie viele Jahren, tagtäglich, mit einem klaren Wissen, der Körper ist im Prozess der Desintegration, des Auseinanderfallens. Aber er fällt noch nicht auseinander. Irgendwie habe ich noch Elemente in mir, die das immer noch zusammenhalten. Ich schaff's nicht, irgendwie so loszulassen, dass es stirbt. Ich gehe bewusst aus dem Leben. Ich verabschiede mich. Ich tue das mit meinem Partner, meiner Partnerin zusammen. Ist einfach ein ganz anderer Hintergrund, ist eine ganz andere Absicht, eine ganz andere Triebkraft. Wie das im Einzelnen ausschaut, müssen wir im Einzelnen genau anschauen. Wir können nicht einfach hingehen und solche Dinge schubladisieren. Und die Shilas, die 5 Lebensregeln sind ein Nordstern, an dem wir uns orientieren. Wenn ihr sie oder wenn wir sie zu Dogmas erheben, dann viel Vergnügen. Dann wird's für uns sehr eng. Dann wird's nicht mehr sehr lebenswert. Ich denke, wir haben hier die Möglichkeit, achtsam genug damit umzugehen. Wir haben dieses Werkzeug, die Komplexität des Lebens anzuschauen. Maybe, vielleicht weiß ich es nicht. Vielleicht weiß ich nicht wirklich, was in dieser Person vorgegangen ist. Aufgepasst mit Urteilen.